Starten wir jetzt in die schlechteste, schlimmste Börsenwoche des gesamten Jahres. Blickt man in die Vergangenheit, lautet die Antwort, yes, das ist der Fall, denn in 80% der Fälle, so in den letzten Jahren, war die Woche nach dem Septemberverfall negativ. Das ist absoluter Rekord. Der September ist ja schon negativ saisonal gesehen in US-Wahljahren. Jetzt haben wir durchaus eine Bestätigung angesichts dessen, was in den letzten drei Wochen passiert ist, dass dieser September wieder schwach sein wird. Die Frage ist nur, geht diese Korrektur weiter, geht die Kursschwäche weiter oder gibt es Hoffnung für die Bullen? Das versuche ich in diesem Video ein bisschen zu zeigen und zunächst mal zu gucken, was bisher passiert ist. Wir haben jetzt um und bei zwischen 7 und 8% verloren im S&P 500. Jetzt ist die Frage, naja, wann werden denn bestimmte Herrschaften nervös? Zum Beispiel die Fed. Wann denkt die sich, okay, jetzt müssen wir verbal mal intervenieren? Oder die US-Politik, die es ja nach wie vor nicht schafft, diesen Stimulus aufzustellen. Das ist das, was die Märkte jetzt so ein bisschen zu spüren bekommen, nachdem die Fed gesagt hat, naja, ich schieße mal den Ball an die US-Politik, die müssen was machen, nicht wir. Das ist genau der Grund wahrscheinlich, warum es seit der Fed nochmal Schwierigkeiten gibt für die US-Märkte und damit letztendlich ja für die Weltmärkte. Und wenn wir uns mal anschauen hier, diese Saisonalität jetzt sehr, sehr ungünstig, wenn man da allerdings jetzt die Finanzkrise rausrechnet. Also 2008, da ging es ja dann auch ab September, Oktober und so weiter ziemlich herb nach unten. Das hat den Schnitt ein bisschen nach unten gezogen. Aber wir sehen, es ist tendenziell so oder so eine sehr ungünstige Zeit. Und jetzt haben wir eine Konstellation, die eben dafür spricht, dass das Ganze noch ein bisschen weitergeht, dass die Bullen noch ein bisschen warten müssen. Zum Beispiel haben wir hier mal die Aktien im S&P 500, die ein neues 4-Wochen-Tief machen und das sind bisher nur 15%. Das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass wir eine Bodenbildung sehen. Normalerweise sehen wir Werte 80-90%, die dann wirklich auf Tiefs fallen, wenn die Wende nah ist. Das heißt, von dieser Seite her hätten wir durchaus Luft. Es ist noch nicht der totale Ausverkauf, die totale Kapitulation, auch wenn die Robin Hooder mit ihren Optionen wohl ein bisschen in Schieflage sind inzwischen teilweise. Hier sehen wir, wie viele Aktien im S&P 500 handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Und das sind immerhin 61%. Auch da ist es sozusagen noch viel, viel Luft oder wäre viel, viel Luft nach unten, dass also mehr Aktien unter ihren 50-Tages-Durchschnitt fallen. Im März waren wir bei 0% der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt gehandelt haben. Kürzlich waren wir bei fast 100%. Das sind eben diese Extreme, die nicht dauerhaft sind. Und normalerweise wird dann ein Mittel angestrebt, so bei 40%, 50%. Dann geht es vielleicht sogar in Richtung 0, aber dann kommt meistens die Drehung. Also hier sehen wir noch nicht wirklich eine gute Gelegenheit, dass man sagt, ja okay, jetzt kommt direkt die Drehung. Schauen wir uns mal das Put-Call-Verhältnis an. Auch das ist eigentlich durchaus in einem Maß, wo man sagt, naja, ist jetzt nicht extrem, wir haben jetzt nicht extreme Absicherungen. Es gab ja vorher in den letzten Wochen und Monaten die Situation, dass eben kaum einer abgesichert war. Das ist meistens dann eine Indikation dafür, dass die Märkte bald nach unten drehen, wenn alle glauben, es kann nur noch nach oben gehen, nachdem es vorher ja schon so extrem nach oben gegangen war. Und jetzt sehen wir, dass wir also jetzt so um und bei hier uns im Mittel positionieren in dieser Frage. Also auch da sieht man noch nicht wirklich eine Wende, dass also das Sentiment so bärisch ist, dass alle Absicherungen kaufen müssen und dann eben praktisch die Wende nahe wäre. Gucken wir uns mal die Bewertungen an. Hier sehen wir beim S&P 500 die 12-Monats-Price-Earnings-Ratios. Hier sehen wir, dass wir nach wie vor sehr sportlich bewertet sind, trotz dieser Korrektur, die wir bisher absolviert haben. Und es war, ich hatte das öfter schon gesagt, eben jetzt auffällig, dass Value zugewonnen hat oder in Relation zu Growth, also praktisch die Dinge, die vorher nicht gut gelaufen sind, die haben sich jetzt besser gehalten, während es eben die Tech-Werte sind, die hier auf die Mütze bekommen haben. Apple hat jetzt etwa 17% verloren seit diesem Aktiensplit, seit der Ausführung des Aktiensplits. Im Vorfeld des Aktiensplits war die Aktie ja massiv nach oben gelaufen. Aber ich will die Bullen nicht deprimieren, die haben auch ein paar Trümpfe in der Hand. Wir sehen, dass der S&P 500 jetzt, wie gesagt, 3 Wochen in Folge gefallen ist, aber die globale Liquidität, gespendet von den Zentralbanken, den Notenbanken, die ist weiter nach oben gegangen. Das könnte perspektivisch, vielleicht nicht sofort, aber perspektivisch etwas sein, was dann
eine Drehung dann nach sich ziehen wird. Und wir haben hier auch eine gute Nachricht beim sogenannten Smart Money, während jetzt sozusagen die Optionstrader ein riesen Problem haben. Da ist das Smart Money jetzt long gegangen bereits im Nasdaq 100. Also hier sehen wir, das könnte sozusagen, naja, vielleicht haben wir jetzt die Wende noch nicht, aber es ist zumindest am Horizont ein Hoffnungsschimmer erkennbar für die Bullen, die ja durchaus verwöhnt waren. Aber jetzt werden die Dinge natürlich komplizierter durch den Tod der Supreme Court Richterin Ginsburg. Jetzt ist eben die Lage so, dass die Republikaner möglichst schnell sie ersetzen wollen, diese Linkskandidatin, die den Demokraten zugeneigt war, möglichst schnell ersetzen wollen durch einen Republikaner. Das können sie, weil der Senat eben diese Richterin bestimmt und da haben die US-Republikaner eine Mehrheit. Jetzt sind die Demokraten dagegen sehr, denn das gilt als langfristig wirklich extrem wichtig. Diese Richter sind ja auf Lebenszeit ernannt, können also wirklich langfristig Maßstäbe setzen in Sachen Rechtsprechung, auch in Sachen politischer Rechtsprechung. Dementsprechend ist jetzt die Frage, wie sich Republikaner und Demokraten hier abstimmen werden. Werden sie sich ineinander zerfleischen, weil die Republikaner sagen, super Gelegenheit, da drücken wir eine konservative Kandidatin oder einen konservativen Kandidaten durch und die Demokraten sagen dann, nee, wenn ihr das macht, dann werden wir über Stimulus gar nicht mehr sprechen. Also wird es sozusagen jetzt eine Zerfleischung geben, dass die Fronten sich weiter verhärten, oder wird man sagen, naja, okay, wenn ihr das macht, dann geben wir euch das, also praktisch so eine Art, ja, eine Hand wäscht die andere Deal, das ist möglich, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier freundlich miteinander umgeht, halte ich für geringer, aber es ist durchaus möglich. Wenn dieser Stimulus kommen würde, wenn man sich jetzt doch einigen würde, irgendwie seitens der Republikaner und der Demokraten, dann hätten die Märkte durchaus ein ziemlich saftiges Potenzial nach oben, aber wenn es nicht kommt und die Wahrscheinlichkeit ist nach meiner Auffassung derzeit höher, weil eben die Demokraten jetzt Donald Trump das nicht mehr gönnen wollen, so kurz vor den Wahlen, dann wird es weiter schwierig. In Sachen Donald Trump, wir haben jetzt hier diese Geschichte mit TikTok, ByteDance etc. Hier soll es ja so sein, dass ByteDance 80% behält, Walmart 7,5%, Oracle 12,5%. Trump hatte ja gesagt, naja, das wird mit einer ausländischen Macht nichts mehr zu tun haben, was da passiert. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, aber man argumentiert das seitens der Trump-Administration, dass 40% von ByteDance ja US-Firmen gehört, die sich da investiert hätten und dementsprechend kommt man da so ungefähr hin. Man rechnet sich das also schön. Trump hat hier sozusagen einen Kompromiss gemacht. Das könnte vielleicht heute ein bisschen helfen den Märkten, aber wir haben eben heute schwache Banken nach Vorwürfen, dass große Banken wie HSBC, wie die Deutsche Bank, dass die bei Geldwäschesystemen fleißig mitgearbeitet haben. Das wird heute belasten und belasten wird, dass wir natürlich jetzt in Sachen Corona wieder vor neuen Lockdowns stehen. In UK schon einige Provinzen. Man kann davon ausgehen, dass jetzt auch London bald zumindest lokale Lockdowns machen wird. Madrid ist jetzt in Überlegung, ob es da einen Lockdown geben wird. Also es ist diese Lockdown-Diskussion, die wahrscheinlich auf den Märkten auch lasten wird. Und interessant, wir haben Trevor Milton. Da gibt es bisher unbestätigte Berichte, dass der zurückgetreten ist bei Nikola Motors, was dafür sprechen würde, dass wir vielleicht doch einen Scam haben hier, dass wir also doch eine Betrugsmaschinerie haben, die hier zu konstatieren ist. Was haben wir noch? Wir haben hier, wenn Sie das mal sehen, am 29. die Präsidentendebatte zwischen Biden und Trump im Fernsehen. Das sind natürlich absolute Gamechanger, das sind absolut wichtige Dinge, die hier anstehen. Also es wird jetzt natürlich politischer. Es ist das Worst-Case-Szenario für die Märkte, dass eben am 3. November keine Entscheidung fällt, dass die Wahl angefochten wird, dass da Unklarheit herrscht. Das wäre sozusagen etwas, was wirklich das negativste Szenario für die Märkte wird. Wir stehen vor einer sicherlich saisonalen, sehr, sehr schwierigen Woche. Es braucht jetzt irgendwie einen Trigger, irgendetwas, dass die Bullen nutzen können, wie Stimulus, wie eine überraschende Wende, dass diese Geschichte sich nach oben dreht. Aber in dieser Woche würde ich sagen, sind die Bären wohl noch im Vorteil. Ich wünsche jetzt gleichwohl einen guten Start in eben diese doch immerhin bisher sehr sonnig startende Woche und sage Servus und Ciao.